Isogashi ist ein Yokai mit blau gefärbter Haut und großen Schlappohren. Er hat eine große Nase und seine Zunge ist so lang, dass sie ständig aus seinem Maul heraushängt. Wenn man diesen einzigartigen Monster begegnet, so soll es immer hektisch hin und her rennen, so als ob es noch tausend Dinge zu erledigen hat, jedoch nicht wirklich weiß, wo es anfangen soll. Isogashi gehören zu den Tsukimono. Diese Art von Yokai ist in der Lage, Besitz von Menschen zu ergreifen. Wenn nun Menschen von solch einem Wesen besessen sind, werden sie extrem unruhig und können sich nicht mehr entspannen. Sie müssen sich ständig bewegen und irgendwelche Dinge tun. Für sie ist es nicht unangenehm. Im Gegenteil, die von Isogashi Besessenen fühlen sich großartig und sicher, solange sie nicht auf der faulen Haut rumliegen. Die allererste Erwähnung des Isogashi findet man in einer Schriftrolle mit dem Namen Hyakkyagyo Emkai, die aus der Muromachi-Zeit zwischen dem 14. und 16. Jahrhundert stammt. Doch damals war der Yokai noch namenlos. Erst zur Edo-Periode soll er den Namen Isogashi erhalten haben. Der bekannte Künstler Toriyama Sekien hat auf Basis der Originalschriftrolle den Isogashi in seine Sammlung von verschiedenen Yokai aufgenommen. Doch da das Monster in der ursprünglichen Version keinen Namen trägt, gab er ihm einfach einen Namen und eine andere Identität. Es war der Tenjo-Name geboren. Die Verbreitung seiner Arbeiten waren der Grund, warum aus der japanischen Kreatur zwei verschiedene Yokai entstanden. Da keine richtige Beschreibung für den Isogashi vorhanden war, kam der Mangaka Mizuki Shigeru auf die Idee, den Isogashi als menscheneinnehmendes Monster darzustellen.